Moin Leute, willkommen zum DPL-Spieltag gegen Ninfa. Und heute habe ich mir vorgenommen, wie immer zu gewinnen. Und ich habe sehr, sehr viel Angst gegen ihn zu spielen, denn er ist ein verdammt guter Spieler und ich habe sehr, sehr viel Respekt vor ihm. Und schreibt mir God Luck Erfan, ich schreibe ihm auch God Luck Erfan. Aber wenn ich ehrlich bin, gehöre ich mit zu den wenigen, die überhaupt eine Chance gegen ihn haben. Warum kann ich jetzt keinen Screenshot machen? Jetzt. Screenshot. So. Und er hatte dabei Empoleon. Dimitros. Florgis. Sein. Megaboltenso. Suicune und Panferno. Und ich denke, wird mit Panferno Lead oder mit Dimitros? Ich denke, ich lead hier mal mit meinem Flinara. Kann damit aber eigentlich nichts falsch machen. Werde ich von keinem Pokémon wirklich richtig hart gepressured. Und deswegen lead ich jetzt hier mit Flinara, denn ja, macht am meisten Sinn. Und let's go versus Ninfa. Ich habe schon Albträume gehabt, gegen ihn zu spielen, aber wird ein spannendes Match. Ich habe mir ein paar Sachen für ihn überlegt, die ganz cool sind eigentlich. Mal sehen, ob sie unangenehm. Ich liebe dieses Pokémon. Unangenehm. Was kann mit Panferno? Ich gehe mal direkt auf die Schallwelle. Okay, Kehrtwende. Hätte ich mich boosten können. Ich habe nämlich das Gedankengut drauf. Aber, das weiß er nicht. Aber ich weiß es. Und er wird jetzt 100 Pro in Empoleon wechseln. Und ich denke, ich werde mir das nochmal so ein bisschen aufsparen. Mich jetzt zu boosten. Ich will mich noch nicht setupen in der ersten Runde gleich. Denn, ja, ein bisschen unnötig. Da kommt er natürlich Empoleon. Los, Butterfly! Macht eigentlich ziemlich schlechten Schaden, würde ich mal sagen. Obwohl es eigentlich geht. Er ist wahrscheinlich komplett speziell defensiv. So. Wir gehen jetzt hier mal in unser wunderschönes Stahllabor, welches den Live-Op trägt, plus Spin plus Rocks. Also es ist ein sehr, sehr offensives Set mit Spinner und Rocks. Bisschen komisch, aber ich brauchte einen Spinner und ich wollte auch Rocks dabei haben. Deswegen hat das jetzt nur Eisenschädel drauf und EQ. Ich brauche auch eigentlich nicht mehr gegen sein Team. Ich denke, er wird jetzt hier Rocks rauslegen. Bin ich mir ziemlich sicher eigentlich. Er könnte jetzt auch auf Scald gehen, also Siedewasser, aber das macht er glaube ich nicht. Ich meine, ich sehe, dass er es nicht macht. Tarnstein, ja. Aber ein Scald killt uns glaube ich nicht. Er könnte jetzt hier wieder auch, er könnte jetzt auf seinen Dimitros wechseln, wenn das safe ist. Ich habe ein ganz falsches Set drauf. Ich habe gar keine Rocks drauf, sondern ich habe Schwertanz drauf. Eigentlich wollte ich Rocks drauf spielen. Na gut, ist es jetzt halt so. Eigentlich wollte ich ja Rocks drauf spielen, habe ich jetzt keine Rocks. Egal. Ich gehe jetzt auf Turbodreher. Und ja. Er könnte jetzt hier mit Scald predicten, was. Aber er macht's nicht. Er bleibt erstmal safe. Das kann ich auch nachvollziehen. MS Butterfly, ja. Das ist die andere Version davon.
Ich habe erstmal die Rocks weg. Was eigentlich wichtig war. Ich könnte jetzt hier einen Karl Mind predikten. Er denkt, dass ich auswechsel. Ich gehe jetzt hier auf Schwert. Ich gehe jetzt hier auf EQ. Ist das ziemlich risky, aber ich denke, ich habe das Gefühl, der wird auf Karl Mind gehen. Bisschen Damage schon mal raushauen. Er hört auf ihn nicht. Er wird scolden. Okay, das killt mich aber noch nicht, glaube ich. Burn wäre jetzt böse. Geht dem Burn. Okay, das ist jetzt blöd. Ohne Burn wäre es besser gewesen für mich. Okay, ja gut, er macht's gut. Er lässt mich jetzt durch den Burn verrecken. Ah. Gut gespielt von ihm. Hätte ich predikten können. Aber so viel Schaden hätte der jetzt auch nicht wieder gemacht, der Eisenschädel. Er ist leider mein Spinner down. Ist ein bisschen ärgerlich. Aber was soll's. Und geht's hier in Garados. Wir megern uns hier noch nicht und gehen auch auf Dragon Dance. Die Catwende kann uns guten Schaden machen. Da habe ich Angst vor. Ja. Und so resiste ich sie, anstatt effektiv getroffen zu werden. Deswegen mega ich mich hier noch nicht. Er könnte Catwende machen. Er könnte aber auch genauso gut auf Steinkante gehen, was mich gut treffen würde. Aber er wird, denke ich, rauswechseln. Er ist ja minus 1. Er wird wahrscheinlich Catwende drücken. Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass das machen wird. Und boosten. Also ich booste mich jetzt mit Dragon Dance, aber ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, denn er hat, glaube ich, Sash Panferno. Und Sash Panferno. Ja, macht Catwende. Die macht dann keinen Schaden dementsprechend. Ich denke, er wird in Panferno gehen. Aber er hat keinen Donnerschlag. Ich glaube nicht, dass er Donnerschlag drauf hat. Glaube ich nicht. Vielleicht geht er auch in sein Zirkun. Könnte er theoretisch machen. Bisschen Chester Westone. Das könnte ich aber auch predikten, geht nochmal auf den Dragon Dance gleich. Wenn jetzt Zyken wechselt, dann gehe ich auf Dragon Dance. Und wenn er in Unangenehm wechselt, mega ich mich immer noch nicht. Und geh auf die Kaskade. Denn die killt auch so. Das Problem ist nur, er hat Donnerstag drauf. Fuck! Unangenehm! Mist, 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 Mist. Mist, Mist, Mist. Ich hätte mich wehren sollen. Er ist übrigens gescarft. Muss auch nochmal angemerkt haben, er ist gescarft. Ich gehe jetzt auf Psyshock.
soll damit eigentlich alles gut treffen können. Okay, geht Empoleon. Er könnte jetzt theoretisch dem Meteoros. Wenn er jetzt den Donnerblitz prediktet, habe ich Respekt. Wenn er jetzt in den Meteoros geht. Nee, er macht dann nicht. Was gut ist für mich. Das reicht aber leider nicht, weil es ist einfach ein Empoleon, was komplett spezial defensiv ist. Reicht der Psychoschock? Könnte ich jetzt kalken, ja, es wird wahrscheinlich ein Roll sein. Ich gehe auf den Psychoschock. Ich brauche mehr Damage. Ich muss jetzt riskant spielen. Ich habe den Donnerschlag nicht predicted. Ach, ich hätte mich. Es war blöd mit dem gerade eben. Ich hätte mich tatsächlich megern sollen. War ein Mindgames, war 50-50 Chance. Und ich habe es leider nicht geschafft. Ah, passiert. Kann man jetzt nicht ändern. Okay, ruft zurück, was gut für mich ist. Florges. Guter Damage. Ich gehe jetzt auch mal auf den Psychoschock. Ich muss jetzt Sachen riskieren, das geht ja. Ich muss jetzt die Sachen riskieren. Ich hätte mich auch teilen können, aber. Nein. Nein, nein, nein. Einfach nein. Ich hätte auch wechseln können, aber ich. Gehe jetzt hier. Okay, jetzt ist. Hätte ich predicten können, Mist. Aber Empoleon ist low, das ist gut für mich tatsächlich. Jetzt hier ein Entei. Ich bekomme die Rocks eh nicht mehr weg. Also kann mir das egal sein. Und ich brauche auf jeden Fall noch Latios. Hat auf jeden Fall guten Damage gemacht. Okay, guter Zug. Guter Zug. Guter Zug von ihm. Kann man nicht anders sagen. Was brauche ich am wenigsten? Ich brauche eigentlich gar nicht meinen Zorak. Wirklich null. Das ist. Ich hau jetzt mein Zorak ein und race. Und jetzt einfach. Nein, ich brauch's einfach nicht. Es ist. Ich bin mit Zorak nicht schneller als drei von seinen Pokémon. Also seine ganzen Threads, die er hat, sind viel zu schnell. Ich muss jetzt hier rauswechseln. In Zorak und das Second. Keine Rival. Macht ja null Sinn. Das Pokémon Netz noch zu behalten. Und selbst wenn er auf Cat, wenn er geht, Und ich muss gleich meine Boost-Taktik, die ich mir ausgedacht habe. Er hat keinen Safe-Switch. Er hat keine guten Pokémon gegen mein Filnara. Es kann alles wrecken, theoretisch. Es muss nur klappen. Er kann bestimmt ganz gut rumspielen, aber. So, jetzt, gedreckt. Wird jetzt, vernichtet. Ich glaube, ich habe es wieder als letzten Platz. Das ist eh mein unnötigste Pokémon überhaupt. Tschüss. War mir egal. Wichtig ist, was er jetzt reinhaut.
Denn ich denke, er wird vielleicht Panferno. Panferno wäre okay. Ja. Und ich gehe jetzt hier in Butterfly. Und ich mache jetzt hier Gedankengut. Was habe ich denn für eine Wahl? Ich muss irgendwas riskieren. Wenn er jetzt irgendwie auf seinem Empoleon irgendwas hat, um meinen Boost aufzuhalten. Er ist ein bisschen kacke, aber kann ich jetzt nicht ändern. Ich muss es jetzt auf jeden Fall riskieren. Aber er hat jetzt. Er wird jetzt wahrscheinlich in den Empoleon gehen, aber. Nicht so schlimm. Nicht so schlimm. Ich kann es killen, glaube ich, sogar mit plus 1. Was vielleicht noch zu viel Leben hat. Deswegen, ich muss jetzt angreifen, falls er irgendwie Brüller oder was weiß ich im Set hat. Deswegen Schallwelle drauf und wird nicht reichen, aber vielleicht kriege ich auch einen Crit. Leute, er ist schneller als ich. Okay, er hat's nicht drauf. Das gibt mir aber auch die Chance, jetzt auf den Delegator sogar zu gehen. Das mache ich jetzt auch. Ich dachte, er hat nämlich. Okay, wie ist das eigentlich schneller? Wir haben gleich viel Speed. Kein Burn, jetzt ein Burn bekommen, wäre super eklig. Ich bekomme so viel Schaden. Ich muss hier auf doppelte Schallwelle gehen, sonst. Es wird sonst nichts. Ich muss das jetzt mit zwei Schallwellen killen, das Ingo. Und selbst wenn, ich habe keine Überreste mehr. Es sackt alles. Ich dachte halt echt, dass er. Alle meine Predictions haben nicht funktioniert. Das ist echt ärgerlich. Was machst du? Du könntest eigentlich einfach nur angreifen. Ich werde eh Schallwelle machen. Ich hätte einen Wish draufpacken sollen. Wäre wahrscheinlich besser gewesen als ein Psychoschock, aber ja. Er ruft zurück. Das ist super. Das ist natürlich super. Ich weiter auf die Schallwelle. Und ich bekomme jetzt hier mein. Immerhin ist es kein 6-0. Aber leider reicht das Erdbeben aus, um meinen Delegator zu brechen. Das ist sogar ein Crit, der natürlich nicht mattert. Aber ich habe endlich. Ich habe dieses Demeteros weg. Was ganz okay ist. Das ist ganz okay. Ich denke, er wird jetzt in.
in sein Panferno wechseln, um mich damit zu killen, weil er ja scarfed ist. Aber sie hat es überhaupt erreicht. Ich bin komplett physisch defensiv, darf man nicht vergessen. Und Flammenblitz. Wenn er Flammenblitz macht, das reicht. Feuerschlag will ich jetzt nicht unterschreiben. Okay, mach Flammenblitz. Hätte ich nicht mehr so viel machen können, leider. Geh jetzt in Latios. Könnte Psyschock machen oder Ruheort. Ich denke, ich mache sogar den Ruheort. Ich glaube, er wird das nicht sinken. Ich hab das so ein Gefühl. Er wird jetzt weiter auf Flammenblitz gehen. Er will von nichts einen Psyschock fressen lassen. Das ist... Nee. Will er nicht. Ich glaube, er braucht auch Panferno nicht mehr. Er macht es... Er wechselt trotzdem zurück, okay? Das ist gut für mich. Ich kann jetzt hier auf den Donnerblitz gehen, tatsächlich. Der auch killt. Er könnte aber auch... Aber ich bin schneller als er und ich kill ihn mit Draco. Also er könnte theoretisch auch auf Voltenso wechseln, aber ich bin schneller als Voltenso. Und dann würde ich ihn mit einem Draco One hitten. Ja. Das könnte so klappen. Okay, er sackt es jetzt. Nice. Also das gegnerische Panferno hat... Was hat denn das? Was könnte das für einen Move haben, um mich zu killen? Blick gerade. Flammenblitz drauf, es hat Donnerschlag drauf, es wird wahrscheinlich Nahkampf drauf haben und Kehrtwende. Das ist schon mal klar. Wenn er jetzt wieder in Panferno wechselt, werde ich Ruhe drücken, weil er wird 100% auf Kehrtwende gehen, aber die killt nicht. Und... Aber er geht in Florgus. Ich werde jetzt eiskalt auf den Psychoschock gehen. Er macht Schutzschild. Vielleicht bekomme ich ja einen Crit. Like a Silver. Nein, Spaß. Ich werde trotzdem auf Psychoschock gehen. Hab nicht mehr so die Option. Ich könnte rauswechseln. Ich hätte eben gerade rauswechseln können, aber. Es könnte ja auch reichen und vielleicht überlebe ich ja auch eine Mondgewalt. Oh, so knapp. Komm, überlebe. Nice. Weiter Psychoschocken. Ja, gut. Ja. Tschüss, Latios. Da ist Entei, mein letztes Pokémon, was eigentlich gar nicht mehr machen kann. denn er hat ein Suicune. Ich meine, das wollte das Ding komplett. Aber er will auch mal sein Dings zeigen. Finde ich korrekt. Ich gehe mal aufs Läuterfeuer.
denke, er wird eh Volt switchen. Bedroher, nein! Er macht auch Donnerblitz. Er macht wirklich tatsächlich Donnerblitz, aber jetzt könnte ich sogar tanken. Jo. Und der wird wehtun. Mehr oder weniger. Oder auch gar nicht. Ist nicht mal Two-Hit, lol. Geh doch mal aufs Turbo-Tempo. Aber das ist, wir wissen ja alle, dass es GG ist. War auf jeden Fall die Aktion mit Gyarados war blöd. Aber passiert. Hätte auch andersrum ausgehen können. Hör auf. Ach, Mist. GG. Naja. Das war auf jeden Fall der Kampf gegen Ninfa. 3-0 verloren leider. Aber war ein schöner Kampf trotzdem, fand ich. Und hätte auch höher ausgehen können, aber naja. Wir sehen uns dann beim nächsten DPL-Kampf oder beim nächsten Video. Tschüss, Leute.